Twitter implodiert, Pokémon erscheint und RGE. Ich weiß, RGE Face Reveal, habe ich schon gelesen. Aber ja, ich habe literally zur gleichen Zeit angefangen zu streamen, daher konnte ich es nicht sehen so. Aber ich bin gespannt. Das ist immer was Interessantes, wenn das nach langer Zeit mal passiert. Oh! Ich habe doch meinen hier irgendwo. Wo ist denn meiner? Da ist meiner. Ist er nicht goldig? Ist er nicht goldig? Ich will ihn aufessen. Ah ja, richtig. Das war das eine Spiel, was man mit dem... Ich hab ihn gepackt. Ich hab den noch hier... Oh, ich habe ihn begraben. Oh. Das ist doch das Spiel, was man mit Baby spielen kann, mit dem tollen Wii U Pro Controller, dessen einziges Makel ist, dass er keinen Gyro hat. Und der Delay. Aber den Delay. Ja. Oh, die Soundeffekte. Ich weiß nicht, wie krass der Delay ist. So, warum hat der spezifisch Delay? Ja. Der dämliche 3, der ist davon. Oh shit! Er hat so viel Delay, dass ich teilweise den Stick anflicken kann. Und der Yoshi läuft nicht mal los. Was ist das eigentlich für hässliche Kostüme? Ich hab ja alle Amiibos eingescannt. Das heißt, wir können uns einen richtig tollen aussuchen. Wir suchen uns einfach den hässlichsten Yoshi von allen. Zum Beispiel den mit dem Scheige auf der Nase. Den, der aussieht wie eine Kuh. Oder Wassermelonen-Yoshi. Oder Obelix-Yoshi. Den roten Yoshi und... Moment, man muss die Amiibos jedes Mal aufs... Achso, nee, Moment. Wo sind die ganzen Amiibo-Yoshis? Oh shit, ich hab das Voyoshi-Amiibo. Was habe ich da auch gespeichert? Jetzt bin ich interessiert. Gibt es auch ein Amiibo-Pavillon oder gibt es nur... Ah, okay. Hier habe ich die ganzen Amiibos. Okay, schon drüber. Hier müsste eigentlich alles sein. Es sei denn, es wird zurückgesetzt. Aber ich bin der Meinung, es wird alles gespeichert. Ah, okay, da sind sie. Also, wir haben Little Mac Yoshi, Ganondorf Yoshi, Neff Yoshi, Luigi Peach, Meta Knight mit den Knochentrockenaugen, Rosalina Yoshi, der irgendwie cursed aussieht. Oh mein Gott, ich will den Sonic the Hedgehog Yoshi. Irgendwas an dem. Irgendwas an dem spricht mich extrem an. Im negativen Sinne. Der Mega Man Yoshi sieht legit cool aus. Der Diddy Kong Yoshi sieht auch richtig gut aus. Amiibo Yoshi. Wird es einen Sora Yoshi geben? Es wird auch wahrscheinlich keine Sora Amiibo geben, sagen doch alle. Pac-Man Yoshi. Ja, weißt du was? Wir nehmen den Sonic Yoshi. I require acceleration. Und jetzt mal schauen, wo ich bin. Scheine ich nämlich erst in Welt 2 beim Boss und ich komme nicht weiter oder so. Sephiroth Yoshi. Die Sache ist die, sie werden nicht mehr hinzufügen. Sie haben auch irgendwann aufgehört, Mario Maker 1 zu supporten. Ich weiß, dass man Roy nicht als Amiibo-Kostüm freischalten kann. Ja, es war das Tower-Level. Irgendwas an dem Level war richtig scheiße und deshalb habe ich es nicht durchgespielt. Ohne Tick. Ein Stecker. Nullknöll werden größer. Wassermelonen. Jumpattacken sind stärker. Du kannst dich in den Abgrund stürzen. Einfach 10% von dem Geld, was ich habe. Keine Ahnung. Das Level wird abgeschlossen. Kann man sich kaufen? Knotbärts Festung. Okay, vorwärts. Oh mein Gott, schau dich an, wie schnell er ist. Er macht sogar den Sonic Move. Er kriegt sogar die Räderbeine.
da ist ein Schmetterling. Okay. Lag. Oh, diese Soundeffekte. Ich freue mich darauf, Flutter, wann kommst du mich besuchen? Ich will mit dir Dingsbums spielen. Ich will mit dir Dingen spielen. Wie heißt das dumme Spiel? Ich will Kirby Epic Yarn mit dir spielen. Stempelmünze. Es ist ja einfach nur Yoshis Island. Aber mit Wolle. Wie zum Fick komme ich oben durch die Tür? Weil ich krieg ja hier den Schlüssel nicht auf. Oder kann ich da durchfeuern? Nee. Durchschleckern geht auch nicht. Ah. Da muss es einen anderen Trick geben. Es hat einen Grund, dass das Level noch nicht geschafft hat. Irgendwas ist hier ein bisschen zart. Oh boy. Kann ich hier eventuell das wegknautschen oder so? Oh! Einfach durch. Es wäre halt cool, wenn man sehen könnte, dass... Okay, man sieht es vielleicht am Boden, aber... Ich gehe literally in den Stoff rein. Was soll das? Boom, 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 boom. Bring it up. Kann ich einfach den hier machen? Ja. Boing. Boing. Wow. Ah, kann ich... Ah, kann ich nicht den machen? Uff, ich wurde schon wieder angerufen. Das einzige Problem ist, die meiste Zeit sind das nur irgendwelche Notifications für Streams, die ich sowieso gerade nicht schaue. Aber es könnte die eine Nachricht sein, auf die ich warte. Blau. Blam. Blam. Geräusch. Ah, Checkpoint. Sehr gut. Mir gefällt das nicht. Das lohnt sich nicht. Das ist blöd. Das ist blödes Level-Design. Ja, und Pixelpanzer. Der ist so Yoshi's Island. Infinite One-Ups. Meine Damen und Herren, Infinite One-Ups. Komm da nicht hoch. Oh boy, ich denke mir nichts Böses und sterbe. Ah! Bla.
Das war ein seltsamer Raum. Ich bin fast gestorben. Herzblumen. Aha, hier kann man nach oben. Und ein Garnbällchen, eine Dogge, wie ich von meiner Mutter erfahren habe. Die Dinger nennen sich Doggen. Aus irgendeinem Grund. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein. Nein. Ah, jetzt lohnt es sich eventuell die zweite Runde zu drehen. Jetzt könnte man das machen. Abschießen? Ah, so geht das nicht. Okay, so kommt man da einfach ran. Ich habe eh schon einfach was. Hä? Wie konnte zwischen dem und dem jetzt noch einer liegen? Ha, so läuft das natürlich nicht. Au, 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 au. Ein kleiner Kuhbock. Ah, fuck. Kann ich nicht nochmal so einen haben? So nicht. Ich einfach schon 4 Pings auf Discord. Und Bosszeit! Wen darf ich? Oh, ein Beutelchen. Denkst du, du kannst meine Pläne durchkreuzen? Jetzt ist Schluss. Knotbert macht den Yoshi platt. Wer ist Knotbert? Ist das Knotbert? Oh mein Gott, das ist ja richtig goldig. Oh shit. Jetzt ist er nicht mehr goldig. Hm? Oh fuck. Ah, okay, ich muss ihn aufknüpfen. Ich werde dich mal richtig aufknüpfen. Ah! Das sah schmerzhaft aus. Victory Lab! Eigentlich süß, dass das Spiel quasi halb in 3D ist. Bonk! Ich kämpfe einfach gegen irgendeinen dicken Typen. Ich bin wirklich Sonic. Er ist rund und er fliegt. Er versucht mich zu zerstampfen und dann. Boom. Yoshi! Und das Beste ist, es gab ja dieses Yoshi Woolly World Crossover in Sonic Lost World, falls daran sich jemand erinnert. Und an die The Legend of Zelda DLC. Beides, glaube ich, sogar kostenlos. Mann, imagine kostenlose Updates für ein Spiel. Aber nachdem das Spiel fertig rauskam. Was für ein Leben. Wildes Konzept. Und das kleine Weihnachtslichter. Spitzensport. Oh fuck, ich bin nicht gesprungen. Komm, Bo. Oh nein, ich hab ihn verknotet. Der Arme, er wird umstürzen. Kann ich deine Stelzen klauen?
fliegende Kondome. Oh ja. Yeah. Einfach Speedrun. Poochie! Ich mag Poochie nicht. Bye, Poochie. Poochie ist sehr... Ja. Kann ich hier durchrollern? Wie komme ich hier rein, verdammte Axt? Kann halt nicht. Sonnen sind unwichtig beim Speedrun. Jawohl, Bälle machen mich schneller. Das soll man so machen, oder? Was? Man stimmt instant! Achso, es gibt keine Neben, das ist gut. Dann kann man das ja so machen. Wow! Das Kondom. Oder was wollt ihr mir sagen, was das ist? Ein Windstoß? Dann komm ich da hoch, verdammte Axt. Ich frag mich, vielleicht das durchhalte. Es gab in Yoshi's Island, der ist ein Minispiel, bei dem man so weit flattern musste wie möglich. Ich brauch den Pooch. Okay, dann holen wir den Pooch. Okay, schade, ich muss doch sterben. Na gut. Wie bringt man ihn zum Springen? Okay, eigentlich ist er doch goldig. Springschnuffel. Kurs. Ja, du bist doch mein schnuffliger Schnuffel. Oh, wie der Bell, das ist so goldig. Spring! Spring, Poochie, spring! Spring, Poochie, du schaffst es! Wisst ihr, warum ich den Köder nicht mag? Er ist ziemlich dümmlich. Er hat's geschnappt! Guter Poochie! Wer ist guter Poochie? Wer ist der beste Poochie von allen? Ja komm, hol die Dogge! Hol die Dogge, sei ein feiner Poochie! Ja, wer ist ein feiner Poochie? Vorsicht vor den fliegenden Kondomen. Oh, warte, das ist ein Geheimnis. Er ist einfach Tails. Weil er ist braun, gelb. Aua, Poochie. Komm ich holen? Nein, Poochie. Nein, Poochie, nein. Oh mein Gott. Okay. Lauf, Poochie, lauf. Dankeschön. Oh mein Gott, Yoshi hat das gemacht, was man früher mit ihm gemacht hat. Einfach abgesprungen für einen extra Boost. Was bist du nur für ein Monster geworden? Du bist einfach das. Du bist einfach zum Mobber geworden, Yoshi. Nicht cool. Kannst du nicht einfach Poochie zurücklassen. Okay.
Yoshi. Wow. Aua. Er wurde zu dem, was er schwörte zu zerstören. Oh Gott. Schnuff. Pucci, mein Lieber. Hol's Doggy-Leinchen. Wer ist ein guter Pucci? Wer ist ein guter Pucci? Du bist der beste Pucci. Ich nehme dich mit. Weißt du, Pucci, wir reiten in den Sonnenuntergang. Cool. Komm, Pucci. Sei mein Freund. Und das nächste Level. Rollen. Ein Pucci-Badge. Gratis! Alle Trinkensticker sind umsonst, aber nur für begrenzte Zeit. Wow. Knittern wir das nächste Level. Der feurige Blagenvulkan. Kann ich trotzdem den Level abschließen? Hä? Schnuffelhälfte. Weißt du was, wir nehmen Schnuffel mit. Es ist umsonst. Nehmen wir Schnuffel mit ins Lava-Level. Oh mein Gott, Schnuffelchen! Es ist dieses... Nein, Schnuffel! Schnuffel stirbt! Es ist dieses Meme mit I hate XYZ und dann ist dieses Bild von Thaddeus und SpongeBob, wo sie happy sind. Meme Schnuffel. Besties forever. Ich glaube, das Level ist nicht für Schnuffel ausgelegt. Was soll die Musik? Oh mein Gott, er hat einfach den Blag getötet! Holy shit! Schnuffel, wie krass bist du? Töte mal den Blag! Die haben einfach Häkelnadeln, wie geil ist das denn? Das weiß ich nur wegen meiner Mutter. Die Sage ist einfach. Pucci ist einfach metal as fuck, er rennt durch brennende Lava. Aua. Ah! Ah, ouch, das tut doch weh! Schaut euch diese heißen Garnbällchen an. Mal kaputt! Was willst du tun? Mein Putsch und ich. Oh fuck, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Okay. Schon besser. Oh boy, das war heiß. Putsch, komm her. Wir reiten in den Sonnenuntergang. Könnte ich mich nicht wortwörtlich mit ihm einfach durch die Lava tragen lassen? Ich mag es, dass alle Garnbälle aktuell so absolut feurig farben sind. Aber das Dumme ist, ich sehe, dass in dem Korb... Autsch! Ich sehe, dass in dem Korb andersfarbige Bahnkugeln sind. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Lebe! Lebe, Yoshi! Wie ist das? Einfach ein Einmachglas mit Perlen. Mal mit so Steinchen. Heiß. Ich krieg warme Füße. Und in der Tat, die Dinger sind auch aus. Bang, bang, ring, bang.
fuck. Oh fuck. Donuts! Gib mir Herzchen, danke. Was passiert? Zeit-Challenge! Zeit-Challenge! Sehr gut, Blümchen. Okay, da unten ist ein Secret. Nehmen wir das Secret. Oh, was ist das? Okay, keine Bärchen mehr für das Secret. Ring! Bling! Checkpoint! Töte den Blag. Pucci, töte den Blag. An meinen Pucci kommt niemand vorbei. Da wäre ein Donkey gewesen. Go, 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 go fast! Wir kriegen ein Bonusspiel. Ich habe das Gefühl, ich bin übel still bei dem Spiel. Bonusspiel, SpongeBob, das Bonusspiel! Oh shit, Kiwis und Früchte. Oh mein Gott, was ist das für Musik? Das soll man nicht schaffen, oder? Was habe ich jetzt gewonnen? Einfach nur 2000 Perlen? Pyramide. Entschuldigung, ich meine eine Pyramide. Aber wir könnten wieder Schnuffel mitnehmen. Du bist nämlich voll der dumme Name. Ich glaube, das ist Absicht. Oder wie könnte man Pucci auf Deutsch... Jo, das sind einfach Ägypter. Das sind Ägyptier. Ägyptiner. Ägyptis. Und sie sind untot. Aua, Feuer ist heiß. Warum hinterlassen die eigentlich Linien? In Yoshi's Island. Aua! Oh. Oh, Yoshi kann das Feuer essen. Das ergibt Sinn. Das kann er doch auch im Super Mario 64 DS. Ah, irgendwas stimmt hier nicht. Rechts oder links, rechts oder links. Ich habe anscheinend das Rätsel gelöst. Oh Gott, vier Schlüssel. Was ist das, Mario Maker? Gab's die roten Münzen? Die roten Münzen gab's erst in Mario Maker 2, oder? Ist das, war das eine Crossover-Folge? Aua, 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 aua. Die Crossover-Folgen sind doch eh die besten. I came in like a gun, boy!
Fuck, 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 nicht sterben. Upsi. Ah ja, ist voll. Kann ich dich töten? Okay. Die. Achso, das bringt natürlich nichts. Oh, Fire! 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 Du. Aua. Und jetzt muss ich wieder zurück. Ich krieg keinen Checkpoint zur Mitte. Bullshit. Einfach crouchen. Okay, hier ist der Checkpoint zur Mitte. Ne, Moment. Hä? Aber wo geht's hier lang? Ich könnte schwören, wir sind da. Rechts entlang gegangen. Das ist nicht cool, Mann. Ha, ich glaube, wir haben ein bisschen reingeschissen. Ha, du kannst mir nichts tun. So, hier ist wieder Feuer-Action, aber wo krieg ich Feuer her? Aua. Oh, ich muss Feuer multiplizieren. Ah! Meine Schlüssel jetzt weg. Es wäre so eigenartig, wenn sie hier schon das Mario Maker Checkpoint-System eingebaut hätten. Oh Gott. Fire! Fire! Nein, du sollst nicht gehen, du sollst den Schlüssel nehmen! So, jetzt... weg oder kann ich ihn einsammeln? Okay. Kann ich nochmal beim Checkpoint speichern? Zack. Hier müsste doch jetzt wieder ein Checkpoint sein, gell? Ha. Leco mio el Caracho. Hä? Why the fuck ist hier ein Geheimgang? Ich hab wirklich nicht mehr so Lust auf dieses Level gerade. Es ist echt nicht so schwer, weil wenn ich jetzt gleich wieder sterbe, verliere ich doch wieder alle meine Schlüssel. Und darf alles nochmal am Stück machen. Oh, der heilige Schlüssel wurde freigelassen. Hier irgendwas drin, ein paar Herzen. Immerhin.
Oder warte, was ist, wenn ich die schon mal freischalte? Vielleicht bleibt das ja gespeichert. Mal schauen. Buff. Hält mir dem Feuer. Bam! Voll in die Fresse. Das Peng voll in die Fresse, sagst du doch immer. So, lass mich raten. Ich muss einfach nur warten, dass das Feuer anzündet. Und dann muss ich ihn klauen. Aha! Lieber Feld! Oh fuck, ich wäre fast gestorben, Aber nur fast. Und wir brauchen jetzt noch den letzten. Klick, klick. Wir sind fast beim Boss, auch dass es hier keinen Boss gibt. Also, machen wir das Ganze nochmal super intelligent. Lonk! Oh boy. Hopp, hopp. Da-da-da-da. So, Feuer. Feuer und dann, keine Ahnung, so. Ja, cool. Verbrenne den Teppich und hinterlasse die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Dies sind ihre Geschichten. Herzies? Herzies! Was soll ich hier drin? Nichts. Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, wenn du dann, wenn du in der Luft was schluckst, kannst du wie den Flattersprung nochmal in voller Stärke machen, hatte ich gerade das Gefühl, aber anscheinend nicht. Kompletter Irrglaube. So rechts oder links, keine Ahnung, ist egal. Einfach nur ein Checkpoint. Was ist, wenn ich auf die linke Seite gehe? Das ist doch bestimmt auch ein Checkpoint. Ich weiß es. Kein Checkpoint. Komisch. Ich habe doch eben noch ein Checkpoint gesehen. Sunny, there's a new ground. Hey, jetzt kommt jetzt einfach der Kreis. Das ist einfach der Kreis, man läuft hier im Kreis. Also, die Decke anschauen. Aha, ist das hier ein Hinweis? Nein, das ist eine Wandtextur. Hm, ist hier irgendwas sassy? Okay, hier ist zumindest etwas. Parubine. Okay. Okay, das geht richtig sass. Aha, eine Tür. Die jemand versteckt hat. Wollte gerade sagen, das Ding fährt doch jetzt nach oben. Lam. Lam. Ja, mehr Steine. Okay, schließen Sie jetzt Ihre Wetten darauf ab, wie oft ich zerquetscht werde. Vertraut den Steinen.
Okay, rechts oder links, rechts oder links. Scheißegal, Hauptsache Vollgas. Ha, irgendwas will mir das Ganze sagen. Irgendwie will mir das Ganze was sagen. Irgendwie will mir das Ganze was sagen. Irgendwie will mir das Ganze was sagen. Wow, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Oh Gott, wir sollten auf jeden Fall weiter nach rechts laufen. Ah, raus in die Freiheit! Und die Stage zu Ende ist nämlich hier. Oh, Wolken. Hui! Ich meinte natürlich, hui! Ich hab sogar die Blume bekommen, wie cool! Puff, 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 wieder Bonus-Game! Und den Boss schaffen wir auch noch! Hier gibt's einfach Lucky-Two-Wolken! Wieso klingt die... Warum klingt das wie eine Bassline von einem Popsong? Das ist mein Traumgebiss! Traumgebiss, Traumgebiss... Oh, das war antiklimaktisch. Da liegt einfach eine Olive auf dem... Oh mein Gott! Ich habe Stempel auf Nähe gefunden, er hat Stempel! Kann ich die etwa im Miiverse benutzen? Hat das Spiel Miiverse Support? Give Yoshi Wings. Ja, also ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Gehen wir zum Bosskampf und zwar Wurstel! Bei Wurstel! Den werden wir Mornieren beibringen! Der Wurstel! Hat zum letzten Mal geknurrt! Wurstel! Cool, ich erfahre endlich, was Welt 3 ist. Das ist super. Yoshi! Moin! Big Ball. I like big balls and I cannot lie. Wait. Okay, das scheint das Gimmick von diesem Schloss zu sein. Alles ein bisschen auf und ab geht. Was bist du für einer? Ein brennender Doggo. Oh mein Gott, sind die goldig. Bahamut, schau mal, wie goldig die sind. Ich bin absolut kein Hundemensch, aber oh mein Gott, sind die niedlich. Ich will, dass das ein neues Pokémon ist. Das ist eindeutig ein Feuer-Pokémon. Wenn ich eins gesehen habe. Ich hab's gefangen! Ich werf meinen Pokéball! Ich werd sie alle fangen! Oh shit. Aua. Feuer! Warum muss das so knapp sein?
sollte man immer warten, so. Das ist auch immer mein Level-Design. Wurstel. Au, 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 au. Bahn. Ich hab dich empfangen! Pokéball Fang! Pokéball, Hyperbälle, noch mehr Pokébälle. Pokéball Fang! Aua. Das ist einfach Legends Arceus. Ich nehm Schaden. Oh fuck. Oh fuck, die Zipperlines sehen ein bisschen aus wie. Wie so Carrera-Bahnschienen. Ich muss gerade legit aufpassen. Ich glaube, da unten sind noch mal. Sind noch ein paar Herzen drin? Ah, oh, danke schön. Zu gütig. Oh, Scheiße! War's knapp. Hm, ob das schon die Boss-Tür ist? Kann ich nicht irgendwo noch einen Ball herkriegen? Ich glaube, es ist soweit. Ist das ein großer Wurstli? Oh, du brennst wohl auf eine Abreibung, was? Genau für diesen Zweck habe ich hier mit heißer Nadel was gestrickt. Oh, Alter, das ist seine Entwicklung. Oh mein Gott, ich will ihn in meinem Team haben. Wow, das ist... Aua. Alter, Risikokomet. Ich will Flashy von Wurst. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, warte, kann ich die aufnehmen? Bullet Hell. So, jetzt springe ich einmal und dann springe ich mal hier rüber. Über dem Schaden. Jetzt. Ja, okay. Jetzt muss ich. Oh fuck! Ah, jetzt kann ich. Ah! Okay, dann haben wir alles, was wir brauchen. Außer, dass jetzt in den Hintergrund geht, nochmal Action macht. Irgendwas könnte mich jetzt cheapshotten. Oh boy, er kann Flammenwurf. Ganz ruhig. Oh Gott, er wird eine Schallwelle machen. Okay, nein. Feuer mich an! Oh Gott. Oh Gott, er macht was Neues! Bam! Oh. Bam. Flammenwurf! Puh. Los, Sprung mit Feuerkugeln! What the fuck? Bam! Okay, das muss gewesen sein. Cooler Kampf. Ein neuer Trigger-Sticker. So, was ist jetzt Welt 3? Jetzt will ich es noch sehen und dann spielen wir Game of Thrones.
kann doch nicht wahr sein. Es ist Essensland. Da will ich hingehen. Das Woll-Atoll. Das ist so toll. Boing. Oh, hier gibt's Keks. Okay, Yoshi's Cookies, das spielen wir noch. Du erleidest weniger Schaden, das hätte ich mir sogar legit kaufen. Letztes Level. Rolli, 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 Rolli. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen mehr Zeit. Hey, ich wollte gerade sagen, was ist das? Das klingt ja wie Kirby's magische Garn. Ein Pupskissen. Könnt ihr auch was? Oh, Klöpfe. Oh, da ist einfach eine Röhre. Rein da! Rein da! Rein da! Okay. Oh, fuck, man. Wegen einem. Neben! Wie cool. Einfach Oreo. Gut. Upsi. Oh, ein Geschenk mit einem 8-Bit. Dingensbummens. Monty. Aua. Aua. Aua, ich bin fast tot. Oh Gott. Risikokomet. Keine Risikokomet mehr. Wieso ist gerade alles in diesem Level darauf aus, mich zu töten? Aber schön bunt ist es hier, ja. Sonic Speed! Jo, ab ins Ziel! Ja, und das war dann Yoshi's Woolly World. Oh, mein Wii Pro Controller ist auch leer, das heißt, es hat sich so richtig gelohnt. Aber ich wünschte, ich könnte den Geheimcode auswendig. Aber erinnert euch noch daran? Sekunde. Irgendwas. Das hier ist immer noch eine meiner Lieblingssachen, die sie nicht gemacht haben. Shit, wieso hält das nicht fest? Oh, warte, muss das dazwischen stecken? Das kann natürlich auch sein. Hätte natürlich ins Platoon-Abschnitt besser reingepasst, aber... So funktioniert denn das gerade nicht? Das hier. Dieses komische Ding. Wie ging das nochmal? Man sollte doch irgendwie die Wiimote daran binden und dann ging das. Alle Trägeranstecker sind umsonst. Schade, dass ich jetzt nicht weiterspiele. Der Secret Code, der wurde irgendwie auf irgendeiner Webseite. Da konnte man irgendwie den Wii U Pro Controller enhance, indem man ganz komisch hier
drumherum macht. Na gut, Zeit fürs letzte Spiel.